Ja, hallo Marius, ich begrüße dich erstmal hier in der Union-Stiftung. Du hast uns ein sehr spannendes Projekt mitgebracht. Vielleicht kannst du dich und auch das Projekt mal kurz vorstellen. Ja, genau. Hi. Erstmal vielen Dank, dass ich hier mein Projekt so präsentieren darf. Ich bin Marius, ich studiere an der HBK Saar. Media Art und Design heißt der Studiengang. Und ich arbeite viel mit Fotografien und hatte jetzt hier auch ein Fotoprojekt eingereicht, was während der Quarantäne entstanden ist und eigentlich seit der ersten Woche dokumentarisch festgehalten hat, wie sich das Thema Freiheit, wie sich das neu definiert, mit Ausgangsbeschränkungen, mit einer Maske über und wie sich da vielleicht auch jeder selbst dann seine Freiheit auch ein bisschen wieder zurückholen will, der dann sagt, ich mache mir die Terrasse schön oder ich gehe in den Park oder ich finde ein kleines Schlupfloch, was mir ermöglicht, ja, nach außen zu kommen. Am Anfang wusste, ich sag mal, es gab so verschiedene Stadien davon. Also am Anfang war das für jeden recht neu und man musste erstmal für sich selber finden, wie man sich jetzt auch beschäftigt, wenn viele Leute dann auch zu Hause waren, gerade als Student, dann auch gar nicht an die Uni durfte, sondern alles per Online-Vorlesung dann gehalten wurde. Und dann haben viele angefangen, sich mit ihrem Garten zu beschäftigen. Ganz viel wurde rausgeräumt. Die Gastronomien waren auf einmal zu und alles war zusammengeräumt. Das heißt, vieles ist drin, hat drinnen stattgefunden und viele der Bilder handeln auch von diesem, ich schaue von außen in die Häuser rein und schaue, was ich entdecke und was ich vielleicht über die Person sehe. Also es sind Bilder von ganz vielen Pflanzen, die nach innen geholt wurden, die dann gepflegt wurden. Oder ein älterer Herr, der hinter seinem Zaun im Schatten in einer ganz kleinen Ecke saß mit seiner Zigarre, der aber das sozusagen sein einziges kleines Gärtchen war, wo er nach außen konnte und sitzen konnte, ohne gestört zu werden. Ich habe überraschend viele Menschen getroffen, die mich auch angesprochen haben, also wirklich Fremde, die selber aus ihrem Alltag so ein bisschen rausgerissen oder losgelöst wurden, weil sie mich gesehen haben und ich eigentlich der Einzige war, der stehen geblieben ist oder der nicht in einer Hektik war, seine Sachen ja einzukaufen, am besten niemanden zu berühren, Abstand zu halten, dann wieder weg zu sein, sondern ich habe mir Zeit für Objekte genommen oder habe mir Gedanken gemacht, wie ich Sachen präsentieren kann. Und wenn ich dann im Park stand und eine Idee hatte und ich stand davor und ich habe das dann aus verschiedenen Blickwinkeln fotografiert, habe mir Gedanken gemacht, wie das am besten funktionieren könnte, waren ganz viele sind auf einmal stehen geblieben und waren so, wieso stehst du hier? Hast du einen Hintergedanke? Also viele, die nicht fotografiert werden wollten, viele, die sich gefragt haben, was ich da mache und viele, die auch fotografiert werden wollten, die gesagt haben, hey, kannst du nicht auch ein Bild von uns machen? Aber es war spannend zu sehen, dass jeder eigentlich in seinem Ding war und so ein bisschen die Scheuklappen hatte und ich das dadurch nicht mal durch die Bilder selbst, sondern durch meine Anwesenheit dann lösen konnte. Dieses nach außen gehen war für mich selber auch so ein bisschen eine Trotzreaktion zu sagen, ich bleibe auch stehen, ich mache das alleine, ich gefährde keinen, aber ich lasse mir das nicht nehmen. Jedoch war ich die meiste Zeit außerhalb von den Spaziergängen wirklich drin, hatte dann die Vorlesung, hatte dann, ja, bei mir war es so, dass ich dann angefangen habe, viel zu kochen, auch mit der Wohngemeinschaft, dass man da dann sich arrangiert hat, dass eigentlich jeden Tag jemand gekocht hat abends und das wurde dann auch so ein Ritual, dass jeden Abend um 8 war dann irgendwie das Essen. Und das kannte man als Student irgendwie nicht, weil das alles eigentlich relativ drunter und drüber war. Und auf einmal hat man so eine gewisse Routine gefahren, um sich an irgendwas zu orientieren, weil alles andere weggefallen ist. Die Fotografien sind alle relativ in der Innenstadt von Saarbrücken entstanden, also von Staden und Bahnhof und Innenstadt.
Neuwieser Viertel, waren für mich am Anfang waren das Spaziergänge und die Fotografie war dann so ein Zwischending zwischen, ich setze mich nicht hin, weil ich das auch gar nicht darf, und ich laufe auch nicht, weil ich ganz gerne hinschauen möchte. Also währenddessen, entweder waren die Leute im Park und haben die Natur gebraucht, oder sie haben, wie sagt man, sie haben Erledigungen gemacht. Und bei den Erledigungen war man da schnell, und dann hat man das auch wieder, dann war man auch ganz gerne wieder zu Hause. Und für mich ist da was liegen geblieben. Dieses genaue Hinschauen ist da, wie sagt man, hat da gefehlt. Und das wollte ich machen, dass man nach außen geht und das außen dokumentiert, wo doch eigentlich jeder drin ist. Und da, ja, dann ist das Projekt entstanden. Ja, genau. Vielleicht jetzt additiv zu den Bildern, dass wir das so ein bisschen kommentieren, dass wir die Bilder nicht nur zeigen, sondern auch wirklich so ein bisschen anhand der Bilder eine Geschichte dahinter erläutern. Wir haben jetzt gerade einen älteren Herrn mit seiner Zigarre gesehen, der in seinem kleinen Garten war. Die verlassenen und auch abgesperrten Bänke überall im Park, also auch Außenplätze, wo Menschen waren, jetzt aber nicht mehr sind. Und immer wieder in der Reihe finden sich solche Fensterschnappschüsse, nenne ich sie jetzt mal, wo man so einen ganz kleinen Einblick bekommt, was denn auf dem Balkon oder am Fenster, was denn da sein könnte. Also man wird da selber so ein bisschen geteasert und stellt sich dann vor, was das denn sein könnte. Und das war jetzt gegenüber vom Fluss, wo dann, was man nicht im Foto gesehen hat, aber was man vor Ort gesehen hat, dass das Wasser, also die Sonne hat auf das Wasser geschienen und das Wasser hat sozusagen reflektiert. Und man hat an dieser Häuserwand diese Wellenbewegung gesehen, was wie so ein dieses Ferienhaus mit Pool, wo die Sonne scheint und man sieht an der Veranda unten diese Wasserbewegung. Ich fand, das war so ein bisschen so ein Urlaubsgefühl, so eine Urlaubsaussicht. Ja, man sieht, jeder macht es sich so ein bisschen selbst zurecht und versucht doch noch auch die wahnsinnig vielen Sonnenstunden zu erhaschen, sei es auch von drin. Und dass einerseits diese kleinen Paradiese auf dem Balkon, aber auch symbolhaft zu sagen, okay, ich habe eine Wohnung und es gibt auch Leute, die dann draußen sind und die dann, für die dann auch sich vieles verändert, die dann keine Spenden mehr bekommen, die keine, zum Beispiel, wenn Brot in öffentliche Kühlschränke gegeben wird und das dann wegfällt aus Hygienegründen, dass es dann, wie in der Johanneskirche, den Gabenzaun gab, wo auch wirklich wahnsinnig viel Engagement gezeigt wurde. Und auch viele Leute an den sonnigen Tagen ihr Auto genutzt haben, um zu sagen, es ist super schönes Wetter, ich habe nichts zu tun und für mich ist Freiheit, ich kann es mir erlauben, mit meinem diesen Oldtimer, den wir jetzt gerade gesehen haben, umherzufahren. Und auch Symbolisches, wie das da, also was generell vielleicht eher ein Zufall war, was aber vielleicht doch zur Situation passt.
Also wie gerade von dem Symbolhaften gesprochen, war das hier für mich auch dieser eingekerkerte Schrotthaufen, sage ich jetzt mal, der aber ja doch irgendwie in sich ganz unaufgeräumt und frei ist, aber trotzdem eingepfercht. Und ja, diese ungewöhnlichen Auswege wie hier. Also auf das Projekt rückblickend habe ich auch ganz schön viel mit diesen Absperrungen, sage ich mal, gearbeitet, weil das aus rein visueller Sicht hilfreich war, das zu symbolisieren. Oder dieses Offline-Schild mit der Person, die da wahrscheinlich drin sitzt, gerade lüftet, diese Sonnenstunden noch mitnimmt. Man sieht irgendwie eine Pflanze in dem kleinen Fenster. Genau, das war die Auswahl von heute. Das ist jetzt das letzte Bild. Jetzt erscheint gleich nochmal der Text. Genau, deswegen. Soweit, das ist die Auswahl aktuell. Und da wird sich bestimmt noch vieles ergeben. Das kommt jetzt natürlich auch auf den weiteren Verlauf an. Aber es ist ein Projekt, das noch andauert, sage ich jetzt mal. Und das für mich noch nicht abgeschlossen ist und das jetzt gerade in der Momentaufnahme ist, was wir heute gesehen haben. Also was für mich von Anfang an in dem Projekt wichtig war, war, dass durch diese vielen Einschränkungen, wo man so viel Negatives auch ja erstmal passiert ist, dass sich die Leute da haben nicht unterkriegen haben lassen, dass es wirklich immer noch das Positive, dass sie das Positive darin gesehen haben und dass das auch wiederum für mich, also ich habe die Bilder zwar gemacht, aber mir hat das auch unheimlich viel Bestärkung gegeben, zu sagen, okay, das sind die Umstände, machen wir das Beste draus. So, das ist Kern für mich.